Der Typ ist diesmal wirklich schon. Krakauer. Haben noch nie lange überlebt. Weil sie waren kurz auf ihren Papst stolz und dann, tja, war der Papst weg, war auch Krakau weg. Ich bin ganz schön lange im Papst, oder nicht? Karowold, über wie lange war der? 30 Jahre? Ah, ist wieder gespannt. Ich komme. Okay, danke. Execute 324. Also. Excuse me, ich bin Healer und habe 321 gemacht. Ne? Schäm dich. Ich kann auch healen. Nur halt weder andere noch kontrolliert. Ich übernehme keine Haftung für andere. Dann wo kriegen wir den Schlüssel für den armen Mann her? Hast du einen Quest dafür? Nee, du? Nö. Okay. Mensch, der. Doch da hinten ist ein Key. Wo? Also nicht dahin. Ich habe gerade auf die Map geguckt. Also eigentlich ganz schön weit weg. Auf der Straße zu der brennenden Steppe. Das ist doch gar nicht Jorgens, ne? Hä? Das ist ja der falsche Schlüssel, Mensch. Wir können nicht irgendeinen Schlüssel nehmen. Das ist bei Schlössern, funktioniert das nicht so. Das ist Jorgens Schlüssel da drüben. Ja, aber der Mann heißt nicht Jorgen, der hier hängt. Wir müssen den Typen auch nicht befreien, der hier hängt. Ja, das war aber doch mein Plan. Du bist ein Paladin. Ach, fuck, ja, richtig, Paladin. Roger, den kannst du erst mit Level 85 retten. Schreck. Du musst deswegen schnell 85 werden. Wie kommen wir hier wieder raus? Du musst 85 werden. Seriously, du bist ein Paladin. Wie kommt man hier wohl raus? Ich habe noch keine Bubble, da gehe ich doch nicht in Ruhe stellen. Ah. Weißt du, die Tatsache, dass wir einfach so losgelaufen sind? Oh, ich sag nichts. Ich wusste ganz genau, wo es lang geht. Klar. Reite wie der Wind. Reite vor, Coach, ich bin direkt wie das himmlische Kind. Ich glaube. Ich glaube, bei dir fehlt eine Schraube. Absinth. Kinder und Absinth, das mischt sich immer irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Warum bin ich jetzt vorne? Hm. Ich habe mich jetzt komisch gedreht, weil ich die Maus so irgendwie Kontrolle verloren habe. Über deine Maus? Mir passiert das öfter. Du Kurde, wir haben ein Problem. Ich komme hier nicht weg. Komm einfach zu mir. Wir stehen das gemeinsam durch. Der Eber lässt sich hier nicht ablenken. Verfolgt knallhart seine Ziele. Haben den Schlüssel zu Jorgensens Käfig. Jorgensen, Jorgensen. Blöder Name, wenn du mich folgst. Wahrscheinlich heißt er noch Jebediah oder so mit Vornamen. Ja, man spricht wahrscheinlich auch nicht Jorgensen aus. Ach. excuse me, Princess. Shame on you. Double dare you. Double damage. Strahl. Hast ihn rausgeholt, hast ihn befreit. Ich habe ihn befreit, ich schau ob man. Hä? Mhm. Ich befreie ihn selbst. Ah, nein! Ich kauf 5 Kristallpiolen, hallo? Ich möchte. Das ist Tiki, der Alchemist. Ich wollte jemand anders befreien, hallo? Tatsache. Guck mal, man kann von dem Typ mit. Jetzt läuft ein Messner und Jorgensen hinterher? Scooby, wo ist mein Jorgensen? Ich habe einen. Oh, geschafft. Ich erzähle ihm jetzt ein Bild. Geht nicht. Man muss nur öfter draufklicken. Wow, die haben Quests, beide. Oh, jetzt wird der Ritualisk getötet. Ah. Oh. Yep. Double damage. Du.
just double damage. Double damage? Intent touch? Just face it. Wo geht's hier lang, Kolo? Aha. Irgendwas schießt auf mich. That's the way I like it. That's the way we play. Töten ihn, weil das unser Auftrag ist. Töten ihn, weil uns nichts Besseres einfällt. Du, Kojo, wir haben erst schon gerettet. Nein, gerettet nicht. Oh, der lebt doch noch. Oh, oh. Wie viele Leute du schon hast. Ich baue eine Armee auf, um dem Lichtkönig entgegenzutreten. Oh, der Kutaksack hier ist wieder mal gestrahlt. Weißt du, du schaffst es auch noch in einem geklärten Haus zu sterben. Ja, war nicht mehr geklärt. Ja. Wenn du mir immer die Quest wegschnappst. So, Mr. Krakauer. Wer ist der Questdealer? Ist es A, Koja? Oder ist es B, Messner? Und welche Rolle spielt Scooby dabei? Krakauer bei der Quest hier. Ja, aber Messner gibt's ja auch noch. Ach, spitze. Ja, das ist nicht Messner. Och. Der Typ hat eine Spawn-Zeit wie ein Kaninchen auf Quack. Ich versuche mir gerade irgendwas Realistisches daraus zu suchen. Und wo kommt der jetzt? Ja? Schnell weg hier. Hier geht's übrigens raus. Was ist überhaupt unser Kind? Nee, da geht's lang. Den anderen Typen zu töten. Mit zu zwei töten, Armen. Wir hören überhaupt niemanden. Oh, doch. Die jetzt hier gesehen. Ich dachte, wir müssen nur Menschen retten, ja. Als Parler denkt man halt nicht immer gleich ans Töten. Ja, ich denke einfach, wie kann ich retten, indem ich Leute töte? Also meistens töte ich erst Leute und nicht zu verrette ich dadurch jemand. Nee, so läuft das nicht. Aber für euch ist die Welt immer nie so einfach gestrickt, wie sie eigentlich ist. Nee. Für uns alles ja einfach. Als nächstes willst du mir erzählen, fürs Töten gibt es keine Experience. Oh mein Gott, was passiert? Irgendwie die halbe Kette fehlt. Oh mein Gott, er hält sich tappt. Was für ein Balanceakt. Er sollte zu den Olympischen Spielen gehen. Eine eigene Disziplin aufbauen, die nur er kann. Unfair, ist das denn? Wie haben sie das geübt? Tja. Gut, der ist buggt. Echt? Weil ich trap ihn. Du, das könnte sein, weil unsere Jungs noch da oben stehen. Guck mal, hier ist ein Schalter. Oh. Das ist schlecht. Wie kriegen wir die jetzt hier runter? Oh, guck mal. Da ist er wieder. Schnell, pull ihn hier hoch. Hier lang. Damit sie im Range gehen, Scooby, hallo? Ja, er ist schon gebuggt. Ach, hör mal echt auf zu buggen, ey. Ey, die kommen ja nicht mal mehr diesen Stein. Boah, ey, pass mal auf, ey, pass mal auf. Jungs, folgt mir. Er lebt wieder. Doch nicht. Oder ich bring diese Armee hier jetzt runter. Nimmst du meine mit? Nee. Ich weiß, kenn nur den Weg nicht. Ich geh bitte bald. Cool, oder? Nicht sterben. Er ist gerade nicht gebackt. Deine Typ macht Feuerwehr. Aber jetzt hat er gebackt, glaube ich. Oh. Hier kann man auch nur runterspringen. Ich komme hier nicht mehr raus. Und ich habe eine riesen Armee hinter mir. Also meine eigene und eine Gegner. Wenn wir die Agro halten, dann schaffen wir es. Er darf nur auf niemand anderes gehen. Bitte, wie kommt man da hin? Ach, von hier. Ich komme. Hä? Was ist denn los jetzt hier? Ich bin auf dem Weg, halt durch. Ich bin an der Sache dran, der kommt dir jetzt entgegen gleich. Wie hast du das hingekriegt? Gut, er ist zu schnell für mich. Ich sehe ihn, er rennt weg von mir. Was? Jetzt bei mir. Gut, hallo. Von was hast du jetzt noch die Akku? 779 gehielt. Jesus Christ. Ist wirklich viel. Oh, endlich. Wo sind die Jungs jetzt hin? Naja.
Guck mal, da sind wieder zwei Ketten. Ne, ja, bei mir ist nur eine. Bei mir sind jetzt zwei. Schnell, bevor der Typ spawnt. Oh, er ist runtergefallen. Ich hol dich aus dem Wasser. Oh, was ist denn da jetzt gespawnt? Oh, das ist so krass. Hat es für dich auch gezählt? Jo, ich hab's. Ich hab's Quest. Oh, hier gibt's ein neues Quest. Jetzt hat man. Oh Mann. Jetzt laufen wir quasi mit 10 Mann durch diesen Dungeon. Quasi mit 4, aber okay. Wir sind so. Zu 10. Ja. Quasi. Okay, excuse me. Ich bin halt nicht immer super schnell mit dem Rechnen. Halt nicht immer super schnell, das stimmt. Mensch. Jeder hat Schwächen, jeder hat Schwächen. Manche können halt dafür gut kämpfen. Hm. Ich kann healen. Das stimmt. Ich möchte dich auch nicht missen. Man muss sich aber auf. Du wieder ruhig, dein Aktion gerissen. Ne? Deswegen bin ich nicht gerade erfreut darüber, wenn du Gottes Schild bekommst. Sorry. Das würde ich ja nie machen. Cool, da hinter dir ein Hase im Enrage-Modus. GG. So krass, wie schnell die laufen können. Die machen aber auch Schritte, als hätten sie sich in eine Hose gekockt. Und dabei Crack gelaufen. Ja, die laufen so breitbeinig, so oberbeinig. Das meine sind wohl weg. Ach, meine sind noch da, Monsieur. Wo sind die? Meine. Whatever. Meine kämpfen noch, das ist der Trick. Ah, bla bla bla. Bla bla pop. Deine laufen weg. Blödes Gesicht. Da krieg ich Gicht, so scheiße sieht er aus. Jetzt muss ich aber wirklich raus. In die Freiheit. Das einzige Problem ist meine Trunkenheit. So kipp ich um. Ach, sei es drum. Ich geb'n. Da höre ich jemand draußen rennen. Es muss der Wachmann sein. Schnell suche ich meinen Schein. Die Tasche ist leer. Ich kann nicht mehr. Nee. Boah. Nee. Sie mein lieber Herr oder so. Sie kommen mit. Sonst kriegen sie einen Tritt. Nein. Bitte noch ein Bit für die Zelle. Mhm. Sie sind ja wohl nicht ganz besonders hell, sage ich noch. Sage ich ihm noch ins Gesicht. Ihre Nase, die gleich bricht. Sag ich schon mal. Da reicht der Kellner mir den Gral. Das kommt in die Bravo. Hä? Warum willst du was in die Bravo schreiben? Das kommt in die Bravo. Ach so. Ich hab verstanden, das kommt in die Bravo. Ja, bestimmt, dachte ich mir.